das handliche Ding, nämlich, wo so ganz leicht die Schale von den Herdöpfeln zupft. Wir müssen noch können. Seit 1947 sind 30 Millionen so Schäler von Affoltern am Alpis in Küchen überall auf der Welt gewandert. Der Erfinder Alfred Nevetzerzahl ist 1899 auf die Welt gekommen und 1958 gestorben. Sein Sohn und Nachfolger erzählt. Er hat Elektromechaniker gelernt. Das war zwar eigentlich schon ein mechanischer Beruf damals. Und als er rausgekommen ist, war die Krise und wahrscheinlich war er dann einfach arbeitslos. Und das war dann der Zeitpunkt, um einen Weg zu suchen, um Geld zu verdienen. Und irgendwo hat er dann mal die Idee aufgeschnappt, so einen Schädel zu machen. Hat er das gesehen irgendwo? Ich glaube, das Messer selber hat es schon gegeben, aber nicht in so einem Griff. So ganz neu war es wahrscheinlich nicht. Aber er hat dann einfach das Messer mit dem Griff zusammen kreiert. Heute wird das Messer aus Stahl mit einer einzigen Maschine gemacht. Sie stanzt, formt, biegt und schneidet gleichzeitig. Die und alle anderen heutigen Maschinen hat Alfred Neweg selber gebaut. Die Messerli müssen gekärtet und nachher geschliffen werden. Das Schleifen ist seit jeher und auch heute das grosse Berufsgeheimnis. Aus Aluminium wird der Griff gemacht, ein Teil aus Kunststahl. Auch diese Maschinen erledigen den Haufen Arbeit auf einmal. Aber noch immer braucht es viel Handarbeit, bis der Einfachschäler fertig ist. Das erste Mal wird der an den präparierten Stab der Augenausstecher dran genietet. Dann wird der Stab zum Griff gekrümmt. Früher hat man die Krümmung auch an der Maschine gemacht, aber mit Muskelkraft. Den Griff haben wir dank dem eingenieteten Stäbli zusammen. 1947 hat der Schäler 1,80 Franken gekostet, so viel wie 6 Kilo Herdöpfel. Heute kostet er um 1,20 Franken, so viel wie 1 Kilo Herdöpfel. Zum ganzen Prozess gehört heute auch zu verpacken. Die Läden verlangen das vom Fabrikant. Das Verpacken macht bei diesem Produkt fast ein Sechstel vom Fabrikpreis aus. 1,5 Millionen fertige Schäler machen wir in der Schweiz. Woher gehen die? Ja, jetzt gerade ist eigentlich England sehr gut im Absatz. Sie gehen aber nach Deutschland, Holland, Belgien, Israel, auch nach Amerika etwas. Wie viel bleiben in der Schweiz? Ja, in der Schweiz sind es ungefähr 350'000. Und ihr seid weltweit der Einzige, der diese Art Sparschäler herstellt? Nein, leider nicht. Es gibt schon Konkurrenzen. Gute Konkurrenz gibt es vielleicht nur eine. Aber sonst gibt es sehr viele Nachahmer. Nachahmer hin oder her. Heute sind wir gerade 10'000 Schäler nach New York, Brooklyn abgeflogen.